So, und dann kommen wir mal zum Rezept. Ich habe hier auf der linken Seite mal einen Graph hingemalt oder beziehungsweise reinkopiert. Und gucken wir uns mal diese Formeln an, die in einem Buch stehen. Oh, hier fehlt übrigens auch eine Klammer. Diese Formeln sagen, oder ich sag mal so, wenn diese Formeln stimmen, dann haben wir zwei Zustände gefunden, die eigentlich ein Zustand sein könnten. So, was sagt uns diese Formel? Wir gucken uns das einfach mal an. Okay, es gibt ein x, was diesen Ausdruck hier erfüllt. Und was sagt der Ausdruck uns? Dass es eine Funktion geben muss. Z steht für den Zustand, wo ich in einen von einem Zustand, wo ich in einem Zustand bin, ein x rein tue. Und das Ergebnis davon ist dasselbe wie wenn ich in einem anderen Zustand bin und x rein tue. Konkret heißt das, wenn wir jetzt mal diesen Teil hier nehmen. Ich bin in einem Zustand x, zum Beispiel in diesem hier. In einem Zustand ZI, so. Das heißt, unser ZI wäre dann 1. Und da tue ich x rein. Also ich tue zum Beispiel die 1 rein. So. Und dann kommt was raus? Wir gucken uns jetzt den Moore-Automaten hier an und wissen natürlich, dass nicht diese 1 rauskommt, sondern diese 0 hier. Das heißt, das Ergebnis von diesem Ausdruck, oh, ist 0. Okay, was wäre dann auf der anderen Seite? Zum Beispiel, wir haben einen anderen Zustand Z, der zum Beispiel dieser hier ist. So, und das wäre dann der Zustand 2. Und da tun wir x rein. Und es muss ja das gleiche x sein. Das heißt, wir tun hier auf jeden Fall auch 1 rein. Gucken wir mal, hier der führt zu 1. Oh, ja. Natürlich 1 rein. Und die Ausgabe von dem Ganzen ist diese 1. Hier steht also eine 1. Das ist diese 1. Stellen wir fest, hier kommt eine 0 raus, hier kommt eine 1 raus. Das ist überhaupt nicht gleich, kann gar nicht stimmen. Also können wir eigentlich direkt wieder wegmachen. So. Okay, gucken wir mal das nächste. Wir brauchen auf jeden Fall eins, wo ich hier eine 1 rein tue und eine 0 reinkommt. Das heißt zum Beispiel die Nummer 4. Den Zustand Nummer 4. So, wir haben jetzt den Zustand Nummer 4. Da tun wir eine 1 rein und landen im Zustand 2, aber das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Bekommen aber eine 0 raus. Das heißt, diese erste Gleichung ist schon erfüllt. Das heißt, möglicherweise ist dieses obere hier und diese, also der Zustand 1 und der Zustand 4 sind möglicherweise dieselben. Weil ich tue in beiden Fällen eine 1 rein und ich bekomme in beiden Fällen eine 0 raus. Jetzt mal abgesehen davon, dass es zu 3 geht und das zu 2 geht. Aber technisch, wenn ich das erstmal so sehe, ist wie wenn ich zwei Schokoladentafeln habe, die unterschiedliche Verpackungen haben, aber vielleicht in der Mitte, vielleicht innen drin alle Nussschokolade sind oder sowas. Also, das ist ja wahrscheinlich dann dieselbe, auch wenn die Verpackung anders aussieht. So, und dieser zweite Teil hier ist ein bisschen schwieriger. Da ist ja auch kein Gleichheitszeichen dabei. Ich wechsle nochmal Farbe. Zumindest schwieriger nachzuweisen, nicht schwieriger zu verstehen. Jetzt steht hier sowas und wir merken uns aber einfach nur diesen Teil hier. Und zwar sagt er, es gibt ein x, oder das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Jedenfalls, wenn wir diese zwei Zustände hier hätten, müsste außerdem gelten, dass der nächste Zustand von dem Zustand i äquivalent ist zu dem nächsten Zustand vom Zustand j. Also, wir haben hier den Zustand j gehabt. Und da müsste man dann gucken, was der nächste Zustand ist. Und das war der Zustand i. Und da müsste man auch gucken, was der nächste Zustand ist. Warum steht hier äquivalent? Weil es nicht gleich sein muss. Aber darauf komme ich gleich nochmal. Wir gucken uns erstmal an, was ist denn der Zustand, der nächste Zustand? Wir hatten hier, wenn wir im Zustand 4 waren, also in diesem Zustand hier, ist der nächste Zustand der Zustand 2. Das heißt, hier wäre eine 2. Wenn wir hier sind und eine 1 reintun, ist als nächstes der Zustand 3 dran. Das heißt, die Gleichung würde sich auflösen zu, wenn 3 äquivalent zu 2 ist. Also das ist schon mal die Hälfte der Strecke. Und das ist die andere Hälfte. Jetzt gucken wir hier rein. Ist 3 denn äquivalent zu 2? Was wäre, wenn hier stehen würde, 3 muss gleich 2 sein? Dann wäre es auf jeden Fall falsch, weil 3 ist offensichtlich nicht 2. Aber möglicherweise ist das hier ja ein Zustand. Also vielleicht ist das hier ein Zustand und das hier ein Zustand. Und das ist der Punkt, weshalb hier äquivalent steht. Weil wenn diese zwei Zustände gleich sind, dann sind sie eben äquivalent. Und das ist der Punkt, weshalb hier der dritte Strich unterm Gleichheitszeichen steht.
So. Dann machen wir das jetzt mal weg wieder. Das war eigentlich schon viel zu viel Erklärung dafür, dass ich nur ein Rezept machen wollte. Aber das ist ja okay. So, dann gucken wir uns als nächstes an. Erstmal, das ist der erste Schritt, das Rezept. Der erste Schritt ist, ich mache mal hier so eine 1 drunter, erster Schritt. Oder mit einem Punkt. Wir müssen uns alle raussuchen, oder wir suchen uns alle raus, alle Paare raus, die diese Formel hier erfüllen. Und dazu ist es am einfachsten, wenn wir uns die Zustandstabelle mal aufzeichnen. Das heißt, wo, ich mache die 1 mal hier unten hin. Wir machen uns mal die Zustandstabelle. Wie sieht die jetzt aus? Wir haben hier den Zustand. Der kommt hier rein, in diese Spalte. Wir haben jeden Zustand in dieser Spalte nur einmal. Wir haben Zustand 1, 2, 3 und 4. Jetzt schreiben wir uns noch auf, was wäre denn der nächste Zustand? Das ist dann für das hier auch noch wichtig. Und zwar der nächste Zustand. Ich schreibe hier Z plus. Wenn ich eine 0 rein tue und wenn ich eine 1 rein tue, das müssen wir differenzieren. Deswegen, ich schreibe das gerne so, um mir ein bisschen Schreibarbeit dann zu ersparen. Also der nächste Zustand, wenn ich eine 0 rein tue. Und der nächste Zustand, wenn ich eine 1 rein tue. Und natürlich noch die Ausgabe. Ich nenne sie hier Y einfach. Wir können sie auch Ausgabe nennen. Ah, wie Ausgabe. Meistens wird es in den Büchern als Y bezeichnet. Gut, wir machen erstmal das Einfachste. Und zwar gucken wir uns die Ausgabe an. Dadurch, dass wir hier einen Moore-Automaten haben, ist die Ausgabe immer direkt hier in den Feldern drin. Das heißt, für den Zustand 1 haben wir 0. Und für den Zustand 2 haben wir die 1. Für den Zustand 3 auch die 1. Und für den Zustand 4 haben wir die 0. So. Und dann gucken wir uns jetzt an, von wo nach wo wir gehen. Wenn wir im Zustand 1 sind und die 0 reintun, das ist also dieser Strich hier, dann kommen wir in den Zustand 4. Das heißt, wenn wir in dem Zustand 1 sind, die 0 reintun, kommen wir in Zustand 4. Wenn wir im Zustand 1 sind und die 1 reintun, kommen wir in Zustand 3. Und dann machen wir weiter, wenn wir in Zustand 2 sind, 0 rein, kommen wir in Zustand 3. Wow. Wenn wir im Zweier sind, 1 rein, kommen wir in Zustand 1. Dann, wenn wir im Dreier sind, 0 rein, haben wir diesen hier. Achso, ich mal den Pfeil hier oben nochmal nach von dem Zweier und auch diesen hier. Wenn wir im Dreier sind, 0 rein tun, kommen wir im Zweier raus. Wenn wir im Dreier sind und eine 1 rein tun, kommen wir im Zustand 4 raus. Wenn wir im Zustand 4 sind und eine 0 rein tun, kommen wir im Zustand 1 raus. Und wenn wir eine Ups. Und wenn wir eine 1 reintun, kommen wir im Zustand 2 raus. Okay, ich hoffe, das war nachvollziehbar. Wir haben uns im Grunde nur aufgeschrieben, was die Ausgabe für jeden Zustand ist und wenn ich in diesem Zustand wäre, eine 0 reintun würde, in welchem Zustand würde ich dann landen? Und wir haben jetzt hier auch alle roten Pfeile. Das heißt, wir haben alle Pfeile hier reingetragen, die Tabelle ist voll, alles gut. Okay, jetzt kommt der eigentliche erste Schritt der Zustandsminimierung, aber wir nennen ihn mal den zweiten, weil der erste war ja irgendwie schon die Zustandstabelle erstellen. So. Jetzt können wir anfangen, uns aufzuschreiben, welche Dinge, welche Zustände diese Gleichung hier oben erfüllen. Wir erinnern uns, die Gleichung war, wenn die Ausgabe von dem einen gleich die Ausgabe von dem anderen ist. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Hier, ich wechsle nicht die Farbe, doch tue ich. So, wir hatten hier den Zustand 1. Der hat eine 0 rausgegeben. Jetzt gucken wir uns an. Zustand 2 gibt eine 1 raus, okay, ist nicht die 0. 3 gibt die 1 raus, ist auch nicht die 0. Die 4 hat noch dieselbe Ausgabe. Bei dieser ersten Gleichung geht es nur um die Ausgabe. Wir gucken, welche Ausgaben gleich sind. Und dann gucken wir jetzt weiter. Jetzt können wir noch gruppieren, was ist alles mit den Ausgaben 1. Und dann stellen wir fest, dass das hier die Ausgabe 1 hat und das hier auch die Ausgabe 1 hat. Und genauso in dieser Form können wir es jetzt aufschreiben. So, was wir jetzt machen ist, wir schreiben uns diese zwei hier auf, das heißt, wir haben hier den Zustand 1 und den Zustand 4. Wir schreiben das so auf. Ups. Ups. Und dann, ich mache hier mal so eine halb gestrichelte Linie rein. So. Und dann schreiben wir uns den Folgezustand auf. Der Folgezustand ist 4 und 1. Um das Ganze zu vereinfachen, drehen wir aber die Reihenfolge um. Wieso das geht, erkläre ich dann nachher nochmal. Und dazu schreiben wir uns auch den Zustand. Für den nächsten Zustand für die Eingabe 1 raus und das ist dann die 2,3. So, die Ausgabe können wir in diesem Fall hier weglassen. Und dann gucken wir weiter. Okay, es gibt keine weiteren Zustände, dann machen wir jetzt weiter.
Dann gucken wir uns an, was alles die Ausgabe 1 hat, und das ist der Zustand 2 mit dem Zustand 3 zusammen. So. Und dann schreiben wir uns das nächste Zustandspaar auf. Ist auch 2, 3. Und hier steht 1,4. Okay, was haben wir jetzt gemacht eigentlich? Ich mache die hier nochmal weg. Zum, 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 zum. Das klären wir aber lieber später. So, der nächste Schritt in der. Ich muss jetzt hier leider die 3 drüber schreiben, weil wir die gleiche Tabelle benutzen. Der nächste Schritt wäre jetzt, die Paare wegzustreichen, die nicht hier vorne drin stehen. Und jetzt gucken wir uns mal an, am besten mit einer anderen Farbe. Dieses Paar, steht das hier auf der linken Seite? Ja, ist also okay. Dieses Paar steht hier auf der linken Seite? Ja, ist also auch okay. Dieses Paar steht auch auf der linken Seite, ist auch okay. Und dieses Paar steht auch auf der linken Seite, nicht da, sondern hier oben. Ist also auch okay. So, und dann stellen wir fest, in diesem Beispiel ist dieser Zustand, also die 1 und die 4, sind tatsächlich gleich dem Zustand, das stimmt nicht. 1 und 4 sind ein Zustand, so, und 3 und 2 sind auch ein Zustand. Das lesen wir aus dieser Tabelle hier ab. So, wir machen einfach noch ein Beispiel.